geschafft, auch wenn man ein bisschen weniger war, krankheitsbedingt. Könnt ihr alle rauskommen? Ja, super. So kleine Maus, hat sich der Backer geschlagen heute. Prima. Katrin, du hast gleich mal einen Moment für mich. Ja, ja, okay. Als die Maya in der ersten Schwimmstunde noch geschrien hat, da habe ich erst mal gedacht, okay, sie muss sich erst mal an die ganze Situation gewöhnen. Jetzt bei der zweiten Schwimmstunde hatten wir dasselbe Problem. Maya konnte sich gar nicht entspannen, war total angespannt, hat sehr viel geweint, obwohl sie bei der Mama auf dem Arm war. Ja, und dann mache ich mir natürlich meine Gedanken, woran liegt das, dass sie so gar keinen Spaß im Wasser hat. Klinik am Südring, die Familienhelfer. Das wird schon. Mach dir keinen Hals. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Birgit. Katrin. Da sind ja meine zwei Süßen. Oh, mein Zähzchen, na, kleine Wasserratte. Na, wie war's heute? Noch schlimmer als beim letzten Mal. Ich weiß überhaupt nicht, was sie hat. Ist nur am Schreien. Echt? Viel, viel schlimmer als beim letzten Mal. Ganz, ganz schrecklich. Das ist mir auch aufgefallen. Also völlig unentspannte Situation im Wasser. Die Maya schreit dann ständig und man merkt richtig, wie angespannt sie ist. Aber Mama auch, ne? Also, ja, ich weiß überhaupt nicht, was sie hat. Die Angst vor Wasser. Wie ist es denn zu Hause, wenn sie in die Badewanne geht? Ja, so dann schreit sie gar nicht. Das macht total Spaß. Also, dass die Maya den Schwimmkurs nicht genießen kann, das kann mehrere Ursachen haben. Das kann an den anderen Schwimmteilnehmern liegen, das kann an der Wassertemperatur liegen. Vielleicht ist sie auch einfach mit dem Spritzer Wasser ins Gesicht gekriegt, was dann auch sehr schnell zu Ängsten führt. Ein medizinisches Problem könnte ebenfalls Auslöser für die Schreianfälle sein. Zwar ist Baby Maya laut Kinderarzt gesund, dennoch checkt Hebamme Anja Panek den 7 Monate alten Säugling vorsichtshalber noch einmal durch. Reagiert völlig einwandfrei, ne? Hat eine super tolle Körperhaltung. Konnte ich jetzt nichts feststellen, ne? Ja, du bist ein tolles Mäuschen, ha? Komm mal, da kann man mal wieder zu Mama. Also, wir müssen ja der Sache mal irgendwie auf den Grund gehen, damit sie auch ein bisschen Spaß am Schwimmen hat. Ja, ne? Das ist total schade. Ich kann das wirklich nicht verstehen, warum Maya im Wasser immer so schreit. Die anderen Babys, die haben alle so viel Spaß. Und der Kinderarzt hat doch gesagt, es ist alles okay, aber vielleicht hat er auch irgendetwas übersehen. Naja, jedenfalls bin ich total froh, dass die Hebamme uns da unterstützt und nochmal auf die Maya schaut, weil Christian und ich machen uns wirklich total Sorgen. Wie wäre es denn, wenn ich mal mit ihr ins Wasser gehe und mal gucke, wie sie mit mir reagiert? Ja, aber ja, klar. Vielleicht findest du irgendwas raus, was sie hat im Wasser, was sie da so bewegt. Okay. Dann mach ich mir fertig? Ja, okay. Da Wasser für Säuglinge ein vertrautes Element ist, das an die Zeit in der Fruchtblase im Mutterleib erinnert, müsste Maya den Schwimmkurs eigentlich genießen. Und tatsächlich verhält sich das Baby auf dem Arm der Hebamme völlig anders als zuvor bei der Mutter. Nein, überhaupt nicht. Das sieht doch gut aus. Hallo Maya. Das verstehe ich aber jetzt nicht. Warum meint sie denn jetzt bei ihr nicht? Das ist doch Spaß. Sie hat bei mir die ganze Zeit gebrüllt, die ganze Zeit, die ganze Stunde. Ich verstehe das überhaupt nicht. Wie kann das denn sein, dass mein eigenes Kind bei mir die ganze Zeit brüllt? Mäuschen, hat immer diese Planche. Ja, sie hat richtig Spaß. Ja, als ich mit Maya ins Wasser gegangen bin, um einfach mal zu testen, wie ist es, wenn sie mit jemand anderem ins Wasser geht, da war ich sehr überrascht. Weil bei mir hat sie gestrampelt, hat sie gelacht, das fand sie toll und war überhaupt nicht angespannt. Ja, und dann stand ich natürlich vor einem Rätsel. Warum macht sie das dann bei der Mama? Vielleicht wollte sie vorhin einfach nicht und jetzt klappt es. Mama, da kommt die Mama. Na komm schon. Vorhin hattest du keine Lust, ne Mäuschen? Jetzt hast du Lust, ne? Hast du Lust? Ja? Kommst du mit der Mama jetzt hier rein, ja? Komm. Ja, guck mal. Ja. Ja, guck mal. Ja. Oh. Ja, man merkt aber schon, sie ist da wieder mit angespannt. Ach, ne, ne? Was hat sie denn jetzt? Ja, was ist denn Ich war wirklich total enttäuscht gewesen, als ich gesehen habe, wie glücklich Maya im Wasser sein kann. Und naja, dass sie bei mir halt einfach sofort anfängt zu schreien, sobald ich mit ihr im Wasser bin. Was hat sie denn?
Ach, ich glaube, wir gehen jetzt mal besser raus. Irgendwie ist das doch hier alles nichts. Die junge Mutter ist maßlos enttäuscht. Dass ihre Tochter mit der Hebamme im Wasser offensichtlich Spaß hatte und bei ihr sofort wieder zu schreien anfängt, frustriert die 31-Jährige mehr, als sie zugeben will. Bei dir fand ich es vielleicht gerade mal ein Momentchen, aber so eine längere Zeit scheint dir nicht zu gefallen. Ja, die hat ja Spaß gehabt, also, ne? Sie hat keine Chlorallergie, sie hat die Ohren in Ordnung, sie ist körperlich absolut in Ordnung. Neurodermitis sehe ich auch nicht, was eventuell noch brennen könnte an der Haut. Ja. Na, das hat sie alles nicht. Ich verstehe aber das nicht. Irgendwie scheint es am Wasser zu liegen. Irgendwie also, mag sie das nicht. Was mir auffällt, Katrin, ist, dass du sehr unentspannt bist, sobald ja, du im Wasser bist. Das stimmt. Na, ach, Quatsch, ja. Nee. Und man sieht dir das an, du bist so, na, nee, so angespannt. Ach. Und das fand ich gerade auch. Die Katrin ist natürlich eine ganz typische Erstmama mit ihrem ersten Kind, hat natürlich immer nur das Beste für ihr Kind im Sinn. Und solange sie nicht im Wasser war, ging es ihr gut. Dann hat sie auf mich auch einen ganz normalen Eindruck gemacht. Aber das verschwand dann leider, als sie sich ins Wasser begeben hat. Und da habe ich dann doch gemerkt, das stimmt irgendwas nicht. Für Anja Panek setzt sich das Puzzle langsam zusammen. Möglicherweise hat die Mutter ein bisher unbekanntes Problem mit Wasser und nicht die Tochter. Um ihren Verdacht zu überprüfen, bittet die Hebamme die 31-Jährige noch einmal ins Becken. Kannst du dich aufs Wasser legen? Bitte? Kannst du dich aufs Wasser legen? Ja, natürlich. Komm, ich halte dich fest. Okay. Und du versuchst einfach mal zu entspannen. Okay. Du brauchst dich nicht da am Geländer festhalten. Ich halte dich. Vertrau mir. Vertrau mir. Ich halte dich. Du brauchst keine Angst haben. Leg dich mal ganz flach aufs Wasser. Okay. Den Kopf mal richtig nach hinten. Na, entspann dich. Du bist total verkrampft. Nein, ich bin total entspannt. Oh ja. Nein, jetzt mal wirklich, Katrin. Na, ist alles in Ordnung bei euch? Alles gut. Ja, komm, trau dich. Ich halte dich. Nicht. Nee, irgendwie geht das nicht. Du hast echt Angst, Katrin. Warum? Nee, die. Ich weiß nicht. Ne? Das hält mich nicht so gut hier. Aber wir haben zwei und ich halte dich auch. Du bist ja nicht alleine. Na? Und du kannst hier stehen. Ich möchte das jetzt nicht mehr. Ich bin ja dann mit Herr Katrin selber ins Wasser gegangen, um einfach mal zu sehen, wie reagiert sie denn. Und da ging ja gar nichts. Sie hat sich nicht fallen lassen können, sich nicht entspannen können. Sie war total angespannt und hat wirklich richtig Angst gehabt. Ja, und dann sind wir aus dem Wasser raus. Und dann musste ich der Sache natürlich auf den Grund gehen. Warum hat sie so eine wahnsinnige Angst vor dem Wasser? Wie ist das denn sonst, wenn ihr im Urlaub seid oder so? Ja, ganz normal. Wir gehen ganz normal schwimmen. Ja, im Grunde genommen liegst du eigentlich nur am Strand. Ne? Und sonst, also ins Wasser gehst du eigentlich nie. Ach Quatsch, ich geh doch auch ins Wasser. Das ist mal mit den Füßen, ne? Aber ansonsten nicht so am Strand. Ja, ist das richtig? Ja, keine Ahnung. Ich bin nicht so ein Wassermensch. Aber wovor hast du denn Angst? Ich weiß nicht. Also, es gab ja mal so ein blödes Erlebnis für mich. Das ist auch schon Jahre her, wirklich viele Jahre. Und das war. Was ist denn da passiert? Also, wir waren im Schwimmbad und ein Klassenkamerad hat mich ganz lange unter Wasser gedrückt. Und ich weiß nicht, seitdem meide ich irgendwie das Wasser und möchte das nicht. Oh. Aber dann wundert mich eigentlich gar nichts mehr. Dein Unterbewusstsein hat das so stark abgespeichert und du baust sofort die Ängste wieder auf, sobald du ins Wasser gehst. Und das überträgst du 1:1 auf deine Tochter. Kannst du denn schwimmen, Katrin? Ja, also ich bin nicht so eine gute Schwimmerin, aber ein bisschen kann ich schwimmen und ich wollte das halt alles für Maya. Du musst aber die Angst erstmal besiegen, ne, bevor du mit deiner Tochter ganz entspannt ins Wasser gehen kannst. Ja, okay. Ja? Eine Idee von meiner Seite, du machst den Kurs mit Maya weiter, ja, weil es hat ja gar keinen Sinn. Ne? Solange du die Ängste nicht abgebaut hast, wird sich an der Situation ja nichts ändern. Und eine Bekannte von mir, die gibt einen Nichtschwimmerkurs für Erwachsene. Denn du glaubst gar nicht, wie viele Erwachsene gar nicht schwimmen können. Das ist auch überhaupt nicht schlimm, sehr natürlich. Ja, aber das ist ja nicht Nichtschwimmer. Nein. Es gibt viele Menschen, die Angst vor Wasser haben, die nicht schwimmen können. Aber das kann man mit so einem Kurs wirklich gut bewältigen und kann das Problem auch wirklich angehen und auch in den Griff bekommen. Ein paar Wochen später kam ja die Katrin dann zu dem Babyschwimmkurs und hat uns dann ganz, ganz stolz präsentiert, wie toll sie schwimmen kann. Mach mal mit Schwimmen.
Guck mal, wie die Mama schwimmen kann. Super, ne? Ja, richtig gut. Na, guck mal. Da, jetzt kommst du. Also wenn man heutzutage als Erwachsener nicht schwimmen kann, das ist überhaupt gar kein Grund, sich zu schämen. Denn es gibt ganz viele Menschen, die nicht schwimmen können. Aber diese Angst kann man sich stellen, indem man wirklich einen Schwimmkurs für Erwachsene aufsucht. Und dann kann man schwimmen lernen. So schwer ist das gar nicht. Um das traumatische Erlebnis aus Kindertagen aufzuarbeiten, hat sich Katrin Nolden psychologische Hilfe geholt. Inzwischen fühlt sie sich im Wasser wieder sicher. Trotzdem wird ihr Mann das Babyschwimmen mit Maja vorerst weiter übernehmen. Den Folgekurs will die junge Mutter dann aber selbst machen.